Kommen wir in diesem Video mal zu einem kleinen Helferlein, das mir jetzt schon eine Weile den Alltag im Proberaum und auf der Bühne etwas erleichtert. Dem NBO Backsport. Als kompakte und flexible Ablagemöglichkeit richtet es sich vornehmlich an Musiker, ist aber im Prinzip sehr flexibel auch in anderen Szenarien einsetzbar. Was das genau ist, das erfahrt ihr wie immer hier. Das NBO Backsport ist ein kleines Projekt des Schweizer Musikers Nathan Bonjour. Im Ursprung suchte er nach einer Möglichkeit, am zugegebenermaßen recht engen Arbeitsumfeld am Schlagzeug eine kleine Ablagemöglichkeit zu schaffen, die aber trotzdem gut und ergonomisch zu erreichen ist. Infolgedessen hat er sich mit ein paar Ingenieuren zusammengesetzt und das Backsport entworfen. Das Backsport selbst ist im Prinzip eine schlichte kleine Ablage mit einer Größe von rund 20 x 18 cm. Dabei besteht sie komplett aus Stahl und ist so wirklich robust und übersteht auch regelmäßiges Um- und Abbauen ohne Probleme. Der vornehmliche Trick ist hier der Befestigungsmechanismus. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine klassische Klemmhalterung, die über das Gewinde zusammengeschraubt werden kann. Diese Klemme lässt sich beliebig drehen und im Anschluss festschrauben. Gleichzeitig lässt sich aber auch das Backsport selbst noch neigen. Dadurch kann man die Ablage in fast jedem Winkel an jede beliebige Halterung montieren. Egal ob Noten- oder Mikrofonstativ. Da die Klemme eine maximale Breite von rund 4 cm bietet und hier an den Außenbereichen zudem Einkerbung aufweist, ist auch die Montage an viele Varianten von Snare Drums durchaus möglich. Ich habe die Ablage nun auch häufiger als Helferlein beim Filmen im Einsatz, indem ich sie einfach an meinem Kamerastativ montiere. Insofern sind euch bei den praktischen Nutzungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Bei meinen ganzen Rumspielereien muss ich sagen, dass mir eben dieser Mechanismus am positivsten aufgefallen ist. Ohne allzu viel Kraft lassen sich Bernd sämtliche Elemente so feststellen, dass der Tisch auch im raueren Alltag seine Position behält und ihr keine Angst um eure Hardware haben müsst. Gleichzeitig hat aber auch eben diese Klemme einen kleinen Nachteil. Wenn man das Backsport stumpf an einem Tisch montieren möchte, funktioniert das zwar grundlegend, allerdings ist der Kontaktpunkt äußerst schmal und es geht quasi jeglicher Spielraum verloren, da es einfach zu dicht anliegt. Gleichzeitig darf aber auch nicht der Durchmesser eures Stativs zu groß sein. Ein Elgato Multimount mit seinen rund 3 cm Durchmesser stellt da schon die Obergrenze dar. Wie gesagt, der Basistisch ist relativ kompakt, aber eben aus massivem Stahl gefertigt. Darauf befindet sich ein kleines Mauspad als weiche Unterlage. Zudem wird so schon mal ein sehr praktischer Einsatzzweck im Heimstudio und Proberaum abgedeckt. Die Idee dahinter ist aber auch, eine etwas flexiblere Ablage zu haben. So werden aktuell unterschiedliche Sets mit Erweiterungen angeboten. In der Standardausführung wie hier zu sehen, gibt es zum Beispiel noch zwei weitere kleine Seitenablagen, ein Netz sowie einen relativ starken Magneten. Für diese Erweiterungen gibt es Ansteckmöglichkeiten an der Unterseite. In diese können die Ablagen einfach eingesteckt werden. Und das nicht nur links und rechts, sondern auch an der Vorderseite. Das Netz lässt sich passend dazu an der Unterseite befestigen, um auch hier noch weitere Dinge unterbringen zu können. Das Backsport selbst hält bis zu 3 kg Gewicht und hat eben aufgrund der stabilen Bauweise absolut kein Problem, eben dieses Gewicht zu halten. In der Praxis müsst ihr dahingehend eher auf euer jeweiliges Stativ achten, da im Zweifel vor allem das einen Schwachpunkt darstellen kann, besonders was das Gleichgewicht angeht. Kommen wir damit zum Fazit. Wie gesagt, das Backsport ist ein recht ausgefallenes Helferlein, das eher für sehr spezielle Szenarien interessant ist. Gerade für Musiker finde ich es aber äußerst praktisch, weshalb es auch bei mir fest im Proberaum integriert ist, aber auch gerne mit auf die Bühne geschlürt wird. Eben da, wo man tendenziell kaum Platz für Ablagemöglichkeiten hat. So könnt ihr hier relativ einfach diverse Hardware, Noten oder was auch immer ihr sonst gerne in Griffweite haben möchtet unterbringen. Genauso könntet ihr so etwas aber auch durchaus als weitere Ablage in euer Streaming-Setup integrieren. Mit der ständigen Weiterentwicklung und zukünftig noch kommenden Adaptern sollen Montage- und Erweiterungsmöglichkeiten noch weiter ausgebaut werden. Allerdings ist dieses schicke Add-on auch nicht unbedingt günstig. Je nach Ausführung schlägt es mit rund 100 bis 130 Euro zu Buche, liefert dafür aber auch eine wirklich hervorragende Qualität. Was haltet ihr vom Backsport? Wäre es etwas für euren Alltag? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.